Hallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kim Sternemann, deinem Gefühls- und Beziehungspodcast. Die heutige Episode widme ich der Thematik Alleinsein. Ich bin immer wieder von euch gefragt worden, was hat es denn wirklich mit Alleinsein auf sich? Was ist, wenn ich bemerke, dass ich viel besser allein sein kann, als vielleicht mit anderen Menschen zusammen zu sein? Oder aber, dass ich häufig auch ein großes Alleinsein in meinem Leben erlebe? Und diese Thematik möchte ich heute für dich aus der Gefühls- und auch aus der Beziehungsebene einmal beleuchten. Und ich freue mich, wenn du mir für diese oder aber vielleicht auch für andere Podcast-Folgen, die dir weitergeholfen haben, die du mochtest, die du gerne gehört hast, die du vielleicht nochmal an jemand anderen verschickt hast, entweder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt oder aber hier unten bei YouTube mir einen Daumen hoch da lässt. Ansonsten freue ich mich natürlich immer wie immer über deinen Kommentar zu der heutigen Folge oder aber auch deine Frage, die du an mich hast. Die kannst du auch sehr gerne hier in den Kommentarbereich unten einstellen. Jetzt aber erst einmal viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Alleinsein kann für den einen etwas sehr Bedrohliches sein und für den anderen etwas sehr Normales, etwas, das er genießen kann. Und ich mag die heutige Folge gerne einmal damit beginnen, dass immer wieder die Frage an mich gestellt wird, gerade in Beziehungen, wo wir zwei Menschen haben, die vielleicht eine unterschiedliche Beziehungs- oder Bindungsdynamik haben, wo es für die Frau beispielsweise einfach ganz schrecklich ist und sie das Gefühl hat, sie ist sehr viel mit sich alleine, sie fühlt sich oft allein gelassen in ihrem inneren Erleben und in ihren Gefühlen und wo wir ein Gegenüber haben, was einfach super gerne alleine ist, was viel Zeit für sich braucht, was viel Raum für sich braucht, wo Me-Time wichtiger ist als Beziehungserleben, sage ich jetzt mal. Und das ist ja erstmal eine sehr spannende Dynamik, wenn man, und ich mag jetzt gar nicht so sehr den Fokus auf die beiden legen an dem Beispiel, sondern ich mag gerne mit dir einmal beleuchten, wie es ist, wenn ich Alleinsein als etwas sehr Bedrohliches erlebe. Und ich kenne es tatsächlich auch so ein bisschen aus meinem Leben, dass ich mich früher sehr häufig allein gelassen gefühlt habe. Das heißt, stell dir vor, es gibt ein inneres emotionales Erleben, du kommst in Kontakt mit Gefühlen, die du vielleicht nicht so gerne magst, gegen die du dich auch gerne weigerst oder von denen du versuchst, dich abzulenken. Und plötzlich ist da irgendwie niemand. Dein Partner ist vielleicht gerade nicht anwesend, du kannst auch vielleicht niemanden von deinen Freunden erreichen und du bemerkst auf einmal, es steigt so ein ungutes Gefühl in dir auf und plötzlich gibt es da dieses, ich bin alleine, mit dem, was ich fühle, ich bin alleine mit meinem inneren Erleben und dann haben wir quasi wie eine Doppelung, ich fühle mich auf einmal alleine in meinem Alleinsein. Und häufig ist das ein Erleben, was du möglicherweise auch schon in deiner Kindheit erlebt hast und zwar, selbst wenn jemand anwesend ist, selbst wenn jemand dabei ist. Beispielsweise erleben wir dieses tiefe Alleinsein oder aber auch dieses Alleinsein im Alleinsein häufig dann, wenn wir beispielsweise Eltern hatten, die emotional nicht verfügbar für uns waren. Oder aber auch, wenn ein Elternteil möglicherweise selten anwesend war, also wirklich nie präsent war und Teil des Familiengeschehens war. Oder du bekommst immer wieder das Feedback, so wie du dich fühlst, ist es irgendwie nicht richtig. Das, was du da erlebst, das ist jetzt hier irgendwie nicht stimmig, das passt hier nicht rein, das passt nicht in das Konzept deiner Eltern gerade, da ist gerade keine Zeit für da, da ist kein Raum für da. Und dieses Feedback, was wir bekommen und häufig ja dann auch in einer Zeit, wo unsere wichtigsten Bezugspersonen unsere Eltern waren, kann dazu führen, dass ich mich ganz häufig alleingelassen fühle, in mir. Dass da niemand ist, der wirklich Bezug nimmt zu dem, was in mir stattfindet, der mir hilft, eine Orientierung zu finden, der mir hilft, das zu verarbeiten, was ich in mir erlebe. Und was häufig dann daraus entsteht, sind, ich sag mal, Erwachsene, die sich viel mit sich alleine fühlen und das ist der wichtigste Punkt an der Sache, die auch gelernt haben, dass es extrem gefährlich ist, nach außen zu tragen, wie es ihnen wirklich geht. Das heißt, wir hören einfach irgendwann auf, uns mitzuteilen. Wir hören irgendwann auf, zu zeigen, was wirklich in uns drinnen vorgeht, weil wir befürchten, dass wir wieder alleingelassen werden, dass wir abgelehnt werden, dass vielleicht das Gegenüber unsere Gefühle relativiert, dass jemand kein Verständnis aufbringt oder dich auch nicht verstehen möchte, dass dieses grundsätzliche Erleben wiederkommt von ich bin hier alleingelassen in meinem Alleinsein.
Und das ist eine große Thematik und ich höre das immer wieder bei Singles, aber auch bei Paaren, die das an mich rantragen oder das in das Coaching auch mit reinbringen. Und die Frage ist natürlich, wie ist der Weg, also wie ist der Weg daraus, könnte man sagen. Und der erste Schritt ist tatsächlich erst einmal zu bemerken, wann beginnt es, wann beginnt das mein Erleben ist, dass ich mich hier wieder alleine fühle. Und was, glaube ich, kann ich vielleicht dem oder der anderen Person gerade nicht zeigen? Was denke ich, muss ich verstecken? Was denke ich, muss ich zurückhalten? Was denke ich, darf der andere bloß nicht von mir sehen oder wissen, was dazu führt, dass er oder sie weggeht? Dass ich wortwörtlich wieder verlassen werde und erneut mein Alleinsein durchleben muss. Und es kommt natürlich auch hinzu, dass wir als Erwachsene nicht mehr so, ich sag mal, fragil sind. Das heißt, im Kern ist Alleinsein nicht mehr so bedrohlich wie für dich als Kind. Wenn du als Kind oft die Erfahrung gemacht hast, dass du wirklich alleingelassen wurdest, also emotional oder aber auch physisch räumlich, dann ist das extrem bedrohlich, weil du bist darauf angewiesen, dass dich jemand, ich sag mal, bemuttert, dass sich jemand kümmert, dass jemand in Beziehung zu dir tritt, dass dir jemand auch emotional eine Unterstützung ist, dass dir jemand emotional hilft, Orientierung in dem zu finden, was du da gerade innerlich erlebst. Als Erwachsener wiederum ist es aber natürlich so, dass es eigentlich nicht mehr so viele Dinge gibt, die für dich bedrohlich sind. Da sind äußere Gefahren definitiv möglich, aber es gibt nicht mehr so viel, was dazu führt, dass du im Kern total erschüttert wirst oder dass, sagen wir, Alleinsein so bedrohlich für dich ist. Alleinsein stellt eine große Gefahr für uns dar, wenn wir nie gelernt haben, wirklich mit uns zu sein, wenn wir nie gelernt haben, das wirklich verarbeiten zu können, was in uns stattfindet, wenn wir nie gelernt haben, dazu Bezug zu nehmen. Und das ist etwas, was ich emotionales Nachreifen nenne, denn genau an der Stelle können wir erwachsen werden. Weil Alleinsein ist ein Zustand, aber der ist ja auch immer gebunden an eine Emotion, an Gefühle, die du erlebst, die du vielleicht ungut empfindest, die dich unwohl sein fühlen lassen, durch die du vielleicht aggressiv wirst oder das Gefühl hast, du musst irgendwie von dir weg, weil du es nicht aushalten kannst. Und genau an der Stelle dürfen wir sozusagen nachreifen. Wir dürfen da lernen, dass dieses Alleinsein heute im Kern damals bedrohlich war, aber das heute nicht mehr der Fall ist. Und da gilt es tatsächlich so ein bisschen, natürlich all die alten Erfahrungen, vor allem emotional, die du gemacht hast, als Erwachsener zu durchleben, um zu bemerken, das kann bei mir landen. Ich kann das, wogegen ich mich wehre oder weigere oder versuche, was ich versuche vorzubeugen, ich kann das zu mir nehmen. Und das ist ein überwiegend emotionaler Prozess, in den ich mit mir einsteigen kann. Die andere Seite sind, tatsächlich höre ich das im Moment sehr, sehr häufig, sind überwiegend Frauen, die mir erzählen, wie unabhängig sie sind, wie gern sie allein sind, dass es ihnen viel besser geht, wenn sie allein sind, anstatt dass sie vielleicht in der Partnerschaft sind oder viel Zeit auch mit ihren Freunden verbringen. Und das ist ja erstmal was ganz Interessantes, was da passiert, denn es gibt ja so ein bisschen auch so ein Bild in unserer Gesellschaft, was sich so entwickelt hat, dass es total gut ist, dass wir Frauen super unabhängig sind und irgendwie in unserer Schaffenskraft stehen und stark sind und irgendwie die besseren Männer werden. Also da gibt es ja so 1000 Ideen und ich will gar nicht sagen, verstehe mich nicht falsch, ja, dass es nicht okay ist, als Frau stark zu sein, auf seinen eigenen Beinen zu stehen, Business zu machen und auch den Haushalt gleichzeitig zu managen. Ja, darum geht es mir gar nicht. Worum es mir geht, ist, dass ich schon auch bemerke, dass diese sehr enge Idee von ich bin super unabhängig und mir geht's besser alleine eigentlich etwas ist, was nicht deinem Grundbedürfnis entspricht. Denn dein Grundbedürfnis ist immer hin zu Kontakt. Das bedeutet, wir alle haben eine große Sehnsucht danach, in Beziehung zu sein, haben eine große Sehnsucht nach sozialer Interaktion miteinander, haben ein Grundbedürfnis, das heißt, dass wir landen wollen, also dass wir darauf angewiesen sind, dass wir hier in eine Beziehung aufgenommen werden, dass wir in eine Gruppe aufgenommen werden, dass wir so, wie wir sind, hier da sein dürfen. Und dieses, ich nenne es mal, diese extreme Bewältigungsstrategie, zu denken, es geht mir besser, wenn ich alleine bin, ist ja schon auch eine Form der Isolation, die stattfindet. Und was liegt denn da drunter? Und das, was da drunter liegt, ist, dass du wahrscheinlich nie gelernt hast, dich wirklich im Kontakt zu entspannen.
Das bedeutet, dass wann immer jemand hinzukommt, ob es eine Person sind oder mehrere, in dir etwas anspringt, das dich dazu bringt, zu denken, du musst hier auf eine bestimmte Art und Weise im Kontakt sein. Beispielsweise, du musst die Erwartungen der anderen erfüllen, du musst dich hier zurücknehmen, du darfst nicht zu viel sein, du darfst niemanden triggern, du darfst nicht zu laut sein, du musst vielleicht ganz lieb und nett sein, vielleicht musst du super interessant sein, du denkst, du musst es hier managen, du musst immer die Erste sein, die redet, du musst der anderen Person Gesprächsstoff bieten, ja, was auch immer da deine Idee ist. Also ich mag dich an der Stelle auch mal einladen zu gucken, was denkst du, wie du sein musst im Kontakt? Also was sind deine Ideen, die sich sofort vielleicht im Kopf zeigen, sobald jemand hinzukommt? Wie denkst du, musst du sein? Und das ist natürlich etwas, was erstmal super anstrengend ist. Also wenn ich immer viele, ich sag mal, Vorgaben erfüllen muss, sobald jemand hinzukommt, dann ist das anstrengend, das halten zu müssen, weil vielleicht entspricht es gar nicht dem, wie es dir wirklich gerade geht. Vielleicht entspricht es gar nicht dem, was du eigentlich tun möchtest, wie du dich eigentlich zeigen willst, was du eigentlich von dir preisgeben möchtest. Und diese Anstrengung, die entsteht im Kontakt mit jemand anderem, führt natürlich dazu, dass ich denke, boah, das ist mir alles viel zu anstrengend hier. Es ist für mich immer anstrengend im Kontakt mit anderen Menschen und ich brauche daher viel Zeit für mich. Ich brauche daher viel Regenerationszeit. Ich muss mich immer wieder erholen und manchmal kann es dann natürlich auch sein, dass du schon vorher, bevor du weißt, oh, jetzt habe ich da irgendwie vielleicht wieder ein Treffen oder ein Meeting oder mein Freund und ich, wir treffen uns, dass du schon vorher angespannt bist, weil du weißt, das wird jetzt wieder anstrengend für dich, weil du denkst, du musst hier auf eine Art und Weise XY sein. Und wie schon erwähnt, ist die Grundlage tatsächlich, dass du nie gelernt hast, dich im Kontakt zu entspannen. Dass du nie gelernt hast, einfach du sein zu können, wenn jemand anderes hinzukommt, sondern da können wir die Brücke bauen zur Kindheit. Du musstest als Kind auch auf eine Art und Weise sein, damit deine Eltern weiterhin im Kontakt mit dir geblieben sind. Und für den einen war es vielleicht, ich muss hier immer leise sein, ich darf nicht zu laut sein, meine Eltern sind eher lieb mit mir oder schenken mir eher Aufmerksamkeit, wenn ich ganz still bin. Für den anderen war es, nur wenn ich laut bin und wüte und mich auf den Boden schmeiße, dann nimmt jemand Kontakt zu mir auf, dann bekomme ich das, wonach ich mich sehne. Das heißt, ich mag dich mal einladen zu erforschen, was hast du denn gelernt? Wann beachtet man dich oder wann hat man dich beachtet? Wann hat man dir Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Zuwendung geschenkt? Wie musstest du sein, damit du von Mama oder vielleicht auch von Papa das bekommen hast, wonach du dich gesehnt hast? Und das wiederholen wir heute häufig in Kontakt. Oder nicht häufig, sondern eigentlich fast immer. Und das macht die Sache natürlich so anstrengend. Aber eigentlich ist der Entwicklungsweg dahin, dass ich wirklich lerne, mit allem, was ich gerade bin, mit allem, was ich fühle, mit allem, was ich innerlich erlebe, hier bei dir da sein zu dürfen. Dass ich nichts mehr verstecken muss oder dass ich denke, ich muss hier was verstecken und zurückhalten, sondern dass ich in ehrlichem Kontakt mit dir treten kann. Und das ist erstmal eine Entwicklungsreise, die am Anfang sehr bedrohlich wirken kann, weil das natürlich auch bedeutet, dass ich mich mal wirklich einlasse. Dass ich mich mal wirklich in die Beziehung einbringe, egal welche Art, ob das Freundschaft ist, Liebesbeziehungen oder auch familiäre Beziehungen oder auch Arbeitskontext. Das setzt natürlich voraus, dass ich lerne, mich wirklich einzulassen oder mich einbringe, könnte man fast schon sagen. Und möglicherweise bemerkst du auch beim Zuhören, dass du merkst, oh nee, ne, ich will mich gar nicht einlassen, ich will mich gar nicht einbringen. Und dann möchte ich dir hier an der Stelle einfach nochmal mitgeben, es wäre so schade, wenn das der Fall ist und trotzdem hat es eine große Daseinsberechtigung. Denn alles, was du tust, erfüllt einen Zweck. Nichts, was dein System macht, was du irgendwie wiederholst oder welche Verhaltensweisen du auch immer an den Tag legst, ist irgendwie komisch oder falsch, sondern für alles, was wir tun, haben wir gute Gründe. Und vor allem haben wir gute Gründe für unser inneres Erleben. Also wenn du beispielsweise merkst, oh nee, ich will gar nicht näher, ich will gar nicht mehr Kontakt, ich will mich nicht einlassen, dann kannst du dir sicher sein, dass irgendwann in deinem Leben im Kontakt mit jemand anderem etwas so überfordernd, so überwältigend für dich war, dass du auf Distanz gehen musstest und das heute als Erwachsener einfach noch beibehältst. Und damit ist nichts falsch, die Frage ist einfach nur,
was steht mir eigentlich heute im Weg, mich wirklich einzulassen, mich in die Beziehung einzubringen, so wie ich wirklich bin, so wie ich mich wirklich zeigen möchte, ohne vieles zurückhalten zu müssen, ohne es mir so anstrengend machen zu müssen im Kontakt, dass ich jedes Mal denke, ich brauche jetzt erstmal wieder eine Woche All-Inclusive-Urlaub, um mich zu erholen, weil es hört ja nicht auf. Es hört ja nicht auf, indem du immer wieder rausgehst, dann für dich alleine bist, dich vielleicht erholen kannst, dann wieder in Kontakt kommst, dich wieder super überrollt fühlst und angestrengt möglicherweise, um dann wieder rauszugehen. Das heißt, an irgendeiner Stelle darf dieser Kreislauf sich ja beruhigen, damit du eine Wahl hast. Damit du wirklich auch wählen kannst. Ich kann jetzt für mich alleine sein und ich kann das genießen. Das ist keine Flucht mehr und es ist auch keine Verweigerung oder ein Widerstand, sondern es ist ein wirklich ehrliches mit mir sein können. Und es gilt natürlich auch für die andere Seite, wenn ich permanent Angst habe oder wenn ich permanent mich alleine fühle, dass ich auch da lerne, dass es eine Sicherheit geben kann in mir, die mir es ermöglicht, mit mir alleine zu sein. Und das sind häufig natürlich auch die Momente, wo du wirklich bemerkst, es entspannt sich. Wenn du wirklich mit dir sein kannst, weil es eine Wahl ist. Weil du wählen kannst, ich möchte jetzt mit mir sein, weil ich das wirklich will. Nicht, weil ich fliehen muss vom Kontakt mit anderen oder weil ich denke, ich muss von mir weg, weil ich es mit mir nicht aushalte. Und genau da geht so ein bisschen die Entwicklungsreise ran, dass du wirklich am Ende eine Wahl bekommst, dass Kontakt mit anderen Menschen als auch Alleinsein für dich möglich ist. Dass du beides als entspannt und sicher erleben kannst, weil das ist das, worum es eigentlich am Ende für uns alle geht. Wir wollen uns alle sicher fühlen. Wir wollen uns alle geborgen fühlen. Und das können wir, natürlich gibt es dafür Möglichkeiten, wenn wir uns in diese Entwicklungsreise einmal hineinbegeben, wenn wir uns auf diese Forschungsreise begeben, herauszufinden, was steht mir im Weg, mich sicher und entspannt im Kontakt zu fühlen? Was steht mir im Weg, mich sicher und entspannt mit mir in einem Alleinsein, mit mir sein, würde ich es fast schon nennen, zu fühlen? Und ich mag dich einfach auch gerne nochmal einladen zu gucken, auf welcher der beiden Seiten stehst du? Bist du eher der Kandidat oder die Kandidatin, die sagt, ich bin gerne mit mir alleine und es ist eher anstrengend für mich im Kontakt? Oder stehst du auf der anderen Seite und sagst, ich bin lieber im Kontakt, als wirklich mit mir alleine zu sein? Und die Wege, die ich dir so ein bisschen mit an die Hand gegeben habe, sind alle einer neugierigen Forschungsnatur. Das heißt, es gilt hier wirklich einmal herauszufinden, wie mache ich mir das anstrengend im Kontakt? Wie mache ich es mir anstrengend mit mir? Welche Ideen habe ich, wie ich hier zu sein muss, möglicherweise auch, wenn andere Leute hinzukommen? Und was befürchte ich, wenn ich mit mir alleine bin? Und egal auf welcher Seite du stehst, ich kann dir sagen, dein inneres Erleben braucht immer ein bisschen Raum. Also der Weg ist auch, dass ich dem mal Raum gebe, was ich wirklich in mir fühle und erlebe, anstatt es so ein bisschen wie angelernt zurückzuhalten und immer irgendwie vielleicht auch zu relativieren, mir abzusprechen oder auch schlecht zu reden, sondern eher die Bewegung nach draußen zu machen, also wirklich mich mal kennenzulernen in meinem Erleben. Und zu guter Letzt mag ich dir noch sagen, wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann findest du alle Bewerbungsunterlagen für ein Coaching mit mir, wo wir in einen mehrmonatigen Prozess einsteigen und deine inneren Dynamiken mal sichtbar werden lassen, immer in den Shownotes. Und ansonsten hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast von mir, Kim Sternemann, für dich, deine Gefühle und dein Beziehungserleben. Bis ganz bald.